Hallo hier bei Kung Fu Fitness Lifestyle, euer Kampfkunstkommander Lifunk ist online. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. ich hoffe, ist alles fresh bei euch. Ich bin jetzt von mehreren Leuten darauf angesprochen worden, da gibt es schlimme Gerüchte von mir im Internet. Ob das alles stimmen tät, das sind Lüge. Ja? Ich möchte auch Folgendes darauf erwähnen, dass die heutige Gesellschaft in der BRD ganz komisch ist und auch viele Sachen da kommen, die ich nicht verstehen kann. Sei es Lüge, Mobbing, Hederei, dass man sich nur in der Gemeinschaft findet, wenn man ein Feindbild hat. Am besten man zieht über jemand anders her und lügt über den. Und lästert über den, weil man sonst nichts zum Schwätzen hat. Und muss man dem sein Image kaputt machen. Bis zu Unfällen, wo dann Tote oder schwer Verletzte rumliegen. Und 30, 40 Leute sich berufen fühlen, aus ihren Autos auszusteigen, den Unfall zu filmen, die Verletzte oder die Tote zu filmen. Statt erste Hilfe zu leisten, standen sie dann im Krankenwagen im Weg. Und so weiter. Ich finde alles abscheulich und es spricht dann auch gegen die Gesellschaft, wie sie heute in Europa darstellt. Es spricht auch gegen die BRD in meinen Augen, gegen die, ja. Und muss auch sagen, jetzt gibt es zum Beispiel das eine Gerücht, ich würde mit jedem streiten oder ich würde erstmal eine Freundschaft anbieten und den beleidigen. Das ist wieder schon Lüge. Ich habe mit vielen Leuten guten Kontakt, mit vielen Leuten im Internet, vor allem mit vielen Leuten privat und bin eine ehrliche Haut. Und wenn ich was zum Beispiel zum Kritisieren habe, ja, also, ja, dann kam ich ihm beleidigt. Wenn ich was zum Kritisieren habe, dann sage ich es dem. Wenn ich den Eindruck oder das Gefühl habe, die Person ist so stark und kann vielleicht zum Beispiel aus der Kritik wachsen und sich verbessern, ja. Und ihr habt dann gerade jetzt in YouTube nur zweimal beleidigt, Leute. Nur zweimal. Da habe ich den Fehler eingesehen, habe mich dafür herzlich entschuldigt. Die Clips von der Beleidigung habe ich rausgenommen und mit den zwei Leuten kommen jetzt im Internet sehr gut aus. Ja. Zweite Lüge war, da gibt es eine kleine Geschichte auf die Lüge. Zum ersten Mal zu der anderen Geschichte muss ich sagen, die Leute, die mich privat kennen und hören die Lüge im Internet, die denken, die müssen immer lachen, weil sie echt wissen, wie ich bin. Okay, zu der kleinen Geschichte, zur nächsten Lüge ist, eine Frau hat mir auch geschrieben, die war voll begeistert von mir und mir einen guten Kontakt gehabt. Da habe ich ihr meine E-Mail-Adresse gegeben, meine Handynummer austauscht, den WhatsApp-Kontakt gehabt und sie hat gesagt, sie möchte gerne eine Beziehung mit mir, ja, und ich habe ihr geschrieben, ein guter WhatsApp-Kontakt gehabt, dass ich mir das nicht vorstellen kann, weil jetzt eine neue Beziehung anzufangen, das wäre zu früh für mich, ja, und sie hat dann drauf gesagt, er war richtig beleidigend, das Sache war böse, kränkt und hat mich beleidigt, ja, und in den YouTube-Clips hat sie auch Lüge verbreitet. Also hat unter 3-4 Clips geschrieben, irgendwie Lüge über mich, Lüge geschrieben, dass ich hätte ihr, ohne dass es will, über WhatsApp ihr Nacktfotos geschickt. Ja. Ich habe es dann immer wieder gelöscht, es hat immer wieder geschrieben. Kollege M&M sagt, oh, das wird der Timo niemals machen. Ja. Wir haben einmal getroffen, dann hat sie dem geschrieben, ah, so und so, stimmt schon. Und der hat gesagt, ah, wenn das stimmt nicht, wäre im Thema schwer enttäuscht. Ja? Und ich habe dann zum Kollegen M&M geschrieben, da sind wir noch gut miteinander rausgekommen, dass das nicht stimmt. Ja? Um mein Image zu schützen, dass die Leute Lügen nicht glauben, habe ich es gelöscht. Und ich habe die Frau ziemlich gekriegt, weil sie von mir nicht das bekommen hat, was sie wollen hat. Und ich bin kein Freund davon, ich bin kein Freund davon,
Nacktbilder von mir rumzuschicken, weil ich das ich sehr abturnend finde. Wenn sich in der Richtung was, ein Raum, ein Bett, eine Frau, wo live vor mir steht und mir kuschelt, einen romantischen Abend hin und sich in der Richtung was ergibt, dann bin ich ein Fan davon, ein sehr romantischer Mensch. Und natürlich bin ich vom Sex nicht abgewiesen, aber kein virtueller Sex, sondern mit Kontakt. Und wie schon gesagt, auch wenn Sex eine schöne Geschichte ist, Gefühle, Romantik standen bei mir an erster Stelle, das ist für mich sogar wichtiger. Ja. Und es ist eine Lüge, weil ich so die Fotos nicht verschickt habe. Aber dass sich der andere sich damit bereichern will, dass ich gar keine Kontakte habe, dass ich vielleicht mit YouTube scheitere, weiß nicht, was sich da der oder einige Kollege verspricht davor. Mir wird man nie in Knie zwingen. Ich habe schon oft Hate gehabt, gegen oft Lüge über mich. Aber mir kann man nicht mehr besiegen, machen mit YouTube weiter für euch, weil es gibt da Leute, die haben Lebensprobleme und denen will ich helfen. Egal. Und das ist mir wichtiger als die dämmische Hater, sondern einfach Menschen helfen, die in Not sind und ich bin Kämpfernatur und wird wie Rocky Balboa immer wieder aufstände und mein Bestes gebe. Und wer mich persönlich kennt oder kennenlernt, der weiß, dass ich ein feiner Mensch bin und der merkt auch, dass das, was im Internet rumgeht, ein Gerüchte, gelogen ist. Ja, okay? Euer Kung Fu Fitness Lifestyle. Zeit jetzt.